Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal den neuen K2K-Merch-Glitch zeigen. Endlich gibt es wieder einen ordentlichen K2K-Merch-Glitch. Das heißt, wir können uns alle möglichen Autos merchen, die wir uns merchen wollen. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Ebenso braucht ihr das Auto, was ihr euch merchen wollt. Ebenso braucht ihr dann noch Zugang zur Arena. In der Arena muss dann das Auto drinstehen, was ihr gemercht haben wollt. Im besten Fall halt einen kostenlosen Elegy oder sowas. Ja, ihr müsst dann auf jeden Fall noch einmal den Bot beitreten, Anavac 2. Dazu kommen wir aber auf jeden Fall später. Ebenso müsst ihr noch die Markierungsoption einstellen, so dass ihr die ganzen Job auf der Map seht. Das macht ihr im Interaktionsmenü auf Markierungsoptions und da könnt ihr es ganz einfach einstellen. Und ja, ebenso müsst ihr dann noch einmal ins freie Zielen reingehen, weil es sonst leider nicht funktionieren wird. Und wenn ihr dann soweit eigentlich alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Begibt euch einfach ins LSK mit, das Auto, was ihr euch merchen wollt, soll dann auch ins LSK mit rein. Euer Freund geht auch ins LSK mit, auch mit seinem persönlichen Auto, Base Auto, es ist völlig egal. Ihr fahrt dann einfach einmal in die Tuning-Werkstatt rein, um das Fahrzeug zu modifizieren. In dieser Tuning-Werkstatt angekommen, einfach irgendwas ändern, was, das ist völlig egal. Haben wir was geändert, gehen wir dann aus der Tuning-Werkstatt wieder raus. So, angekommen, wir bleiben im Auto sitzen, starten einmal das Interaktionsmenü. Gehen dann auf LSK Meet und dort starten wir dann einmal ein Sprintrennen. Wir starten einmal das Sprintrennen. Unser Freund müsste dann jetzt eine Einladung bekommen haben. Hat dann unser Freund eine Einladung bekommen, steigt er einmal in sein Auto ein, nimmt dann die Einladung an und ungefähr bei 2 Sekunden. Ihr müsst dann gucken, also wenn die Einladung bei 2 Sekunden angekommen ist, muss euer Freund dann einmal X-Spam. Und dann werdet ihr einen schwarzen Bildschirm bekommen. Wir warten einmal kurz ab. So haben wir jetzt den schwarzen Bildschirm bekommen. Kommt jetzt der Bot ins Spiel, Anavac 2. Dem müssen wir jetzt einmal beitreten. Wir warten, bis die erste Meldung kommt. Den Bot, den werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Das ist gar kein Problem. Im ersten Moment hört sich der Glitch ein bisschen kompliziert an, aber ist er gar nicht. Der Glitch, der ist wirklich ganz easy. So, in dieser Meldung bleiben wir ungefähr 3 Sekunden. Nach 3 Sekunden können wir die erste Meldung dann einmal annehmen. In der zweiten Meldung bleiben wir auch ungefähr 3 Sekunden. Diese Meldung können wir dann auch ganz einfach annehmen. So, sind wir dann draußen gespawnt, werdet ihr so einen verbuggten Zustand haben, wie jetzt bei mir. Aber das, was wir jetzt machen, wir gehen ins Interaktionsmenü und begehen einmal Selbstmord. Dann werden wir verbuggt auch wieder spawnen, ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes gehen wir jetzt auf Options und dann gehen wir auf die Map und starten da oben einmal dieses Capture. Da gehen wir einmal rein, deswegen müsst ihr auch die Markierungsoptions einmal einstellen, so dass dann, damit der Capture halt angezeigt wird. So, hier im Jobmenü brauchen wir auch nichts anderes zu machen, können wir ganz einfach den Job wieder verlassen und werden jetzt einmal sichtbar dann vorm LSK mit spawnen. Die Minimap ist verschwunden. Wenn das der Fall ist, habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ist auf jeden Fall perfekt. Und ja, jetzt begeben wir uns dann einmal zur Arena-Werkstatt. So sind wir jetzt in der Arena-Werkstatt angekommen. Einfach in die Garage reinfahren, wo ihr das Fahrzeug drin stehen habt, was ihr dann merchen wollt. Die Garage, die muss auch nicht voll sein, das ist auch völlig egal, wie viele Autos in dieser Garage drin stehen. So, wir laufen jetzt einmal zu diesem Auto, was wir merchen wollen. Also, ich habe jetzt hier keinen kostenlosen Elegy mehr, ich habe einfach hier noch ein altes Auto, das Auto hier brauche ich nicht mehr. Und dieses Auto wird dann gleich die Settings von dem anderen Auto bekommen. Wir fahren einfach dann ganz entspannt aus der Arena-Werkstatt raus. Draußen angekommen, tun wir das persönliche Fahrzeug einlagern. Haben wir dann unser Fahrzeug eingelagert, sagen wir unserem Freund Bescheid, dass er jetzt sein Fahrzeug anfordern soll. Also unser Freund soll dann sein persönliches Fahrzeug anfordern über das Interaktionsmenü. Ist sein Fahrzeug dann angekommen, steigt er in sein Fahrzeug ein und spammt dann einmal die X-Taste durch. Dann müsste das Rennen einmal gestartet werden. Euer Freund bekommt dann einen
langen Blackscreen. So, dann werden wir jetzt diese Meldung bekommen, werden einmal unter der Map herbacken, ist auf jeden Fall perfekt. Wenn die Zeit abläuft, werden wir einmal sterben. Und wenn wir jetzt sichtbar wieder auf der Map spawnen, werdet ihr sehen, dass sich das Auto gemerged hat. Warten wir einmal den Blackscreen ab. So, wir sind jetzt wieder gespawnt und ihr seht, das Auto hat sich gemerged. Und ja, das könnt ihr jetzt die ganze Zeit so weiter durchziehen. Ja, jetzt gibt es entweder zwei Möglichkeiten. Entweder ihr fahrt das Rennen jetzt zu Ende oder euer Freund verlässt dann einmal ganz kurz die Lobby. In meinem Fall hat jetzt mein Freund einfach gerade die Lobby verlassen. Danke gehen auf jeden Fall nochmal raus an den Bosskiller für die Hilfe. Und ja, jetzt können wir das Fahrzeug dann ganz einfach in die Garage reinfahren, wo ihr es hinhaben wollt. So, ich fahre es einfach jetzt in irgendeine Apartment-Garage im Eclipse Towers. Und ja, schon haben wir das erste Auto gemerged. Und wenn ihr das zweite Auto mergen wollt, wiederholt ihr einfach die gleichen Steps wie ja, zuvor. Und ja, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.